Worauf achtest du bei Mädels als allererstes? Arsch. So? Arsch? Arsch. Halt aus Aussehen. Ja, worauf beim Aussehen? Arsch oder wie? Ja, auch teilweise. Auf jeden Fall Arsch und Titten müssen vorhanden sein. Hab ich von meinem Zlatan Ibrahimovic-Freund abgeguckt. Die muss schon so eine 8 von 10 sein. Ich hatte schon mein erstes Mal. Du hast dein erstes Mal mit wie vielen Jahren? Mit 11, glaube ich. Mit 11? Ja. Wie alt war das Mädel? 12. Jo Leute, was geht und willkommen beim neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute in Düsseldorf an der Kö. Auf jeden Fall werden wir heute eine kleine Straßenumfrage machen. Bleibt auf jeden Fall am Video dran, das wird sehr lustig. Pädophil, keine Ahnung. Okay, wie heißt du? Isam. Isam? Ja, Isam. Okay, wie alt bist du? 16. Okay, pass auf so, worauf achtest du bei Mädels als allererstes? Arsch. So? Arsch? Arsch, Bruder. Ja, das war früher so. Jetzt guck mal doch auf Schuhe, oder? Ach, was für Schuhe, Bruder. Schuhe juckt mich nicht. So Arsch, so diese Körper ist wichtig. Gute Körper, diese? Ja, aber auch so diese, so wie, genau, wenn man kennt. So wie diese da, so wie diese? Nein, nein, gar nicht. Nein, besser? Ja, besser muss, ne? Noch geiler? Ja, geiler. So wie die, die jetzt kommen da, die? Schon eher? Ja. Ja, okay. Also was meinst du jetzt? Meinst du so für Beziehung oder meinst du jetzt... Keine Ahnung. Worauf achtest du als erstes? Ja, wenn ich achte, natürlich auf Körper so. Körper? Ja, also Figur. Also muss gut aussehen. Ja, ja, und auch Style. Style ist sehr wichtig. Ja, Mann. Ohne Style ist die nicht geil. Ja, genau. Hat sich voll gereimt. Ja, stabil. Ja, stabil. Dankeschön. Okay, erstmal, wie heißt du? Mustafa. Mustafa, okay. Du? Ahmed. Ahmed, du schaffst, ich komme kurz in die Mitte. Okay, ihr seid beide Single? Ja, ja. Okay, worauf achtest du beim Mädchen als allererstes? Halt aus Aussehen. Ja, worauf beim Aussehen? Arsch oder wie? Ja, auch teilweise. Und was, wenn die keine, was, wenn die keinen Arsch hat? Ja, also sollte schon so einen Körper haben. Okay, und du? Erstmal aufs Aussehen, dann auf Charakter und dann erstmal so Arsch, Titten und so. Arsch, Titten und so. Wie, je ne kommt bei Böse, geschmettert absolut du? Oh, shit. Wie, je ne kommt bei Böse, geschmettert absolut du? Ja, morgen früh. Morgen früh. Hallo, Frau Sie? Nein, Bruder, kein Französisch, nur Deutsch. Und Türkisch? Ja, Bruder. Schuhgröße ist aber schwer. Schuhgröße? Ja, wenn du so 43, 44 hat, ist nicht so. Ja, damit die deine Schuhe nicht klauen kann. Nicht deswegen, aber also, wenn die große Füße hat wie ein Elefant, Bruder, ist es nicht. Ja. Okay, what's your name, Bro? Sean. Sean? Ja. Yeah. Oh, nice man. Do you have a nice hairstyle? I'm trying, man. Okay, für euch reden wir jetzt mal in Deutsch, ne? Ja, wir machen das in Deutsch, okay. Parlez-vous français? Nein. No? Nur Englisch in Deutsch. Englisch ist mein Muttersprache, natürlich. Ja, okay. Okay, worauf achtest du bei einer Frau als allererstes? Guter Arsch, diese? Ich glaube, dass sie muss so richtig fit sein, ja. Fick sein? Nee. Fit. Fett? Fit sein. Richtig. Aber nicht so, aber nicht so groß. Das meine ich. Aber. Nicht so. Aber nicht dick. Nicht dick? Nein. Aber guter Arsch? Oh, bitte, ich muss nicht das nicht sagen. Meine Frau, guck an, was machst du hier? Ich würde sagen, es ist immer so, eine schöne Frau zu sehen, ist immer nett. Ich will nicht mehr so viel sagen, weil ich kenne viele Leute, kenne so viele, ich auch. Okay, pass auf, wie heißt du? Fatih. Wie? F-A-T-I-H, Fatih. F-A-H-T-I? Nee, F-A-T-I-H. Ja, interessiert bei den Zuschauern sowieso niemand. Wie heißt du? K-E-N-A-N. Worauf achtet ihr bei den Mädels als allererstes? Arsch. Arsch? Nein. Arsch. Was, wenn kein Arsch vorhanden ist? Auf Nase. Nase. Worauf? Es kommt nicht. Also wenn ich mit einem Mädchen rausgehe, ich guck, ich also... Du beobachtest die? Ich kann nicht direkt sagen, so ich guck nicht direkt irgendwo hin, so, weißt du? Ich muss erstmal ein bisschen mit der chillen und so. Ja, aber wenn du mit der chillst, kommt das ja automatisch, dass du irgendwo hinguckst. Ja, dann ist doch schon Arsch gut, ja. Hä? Arsch ist schon gut. Arsch schon gut? Ja. Nicht Titten? Gesicht auch. Gesicht auch? Ja. Gesicht ist wichtig. Würdest du mit der Frau zusammen sein, die einen richtig geilen Arsch hat, aber richtig hässliche Pickelfotze hat? Nein. Nein? Nein, Arsch ist nicht immer das Wichtigste. Es muss auf Charakter stimmen, Gesicht stimmen, alles gut. Okay. Und du? Auf jeden Fall Arsch und Titten müssen vorhanden sein. Habe ich von meinem Zlatan Ibrahimovic-Freund abgeguckt. Ja.
Ja. Und zwar, die muss schon so eine 8 von 10 sein. 8 von 10. Ihr wisst Bescheid, Mädels. Hast du Instagram? Kenan. What's your name? Marco Casimir. Marco Casimir, okay. Ja, ja. Wie alt bist du? 40. 40. 40 years old, yes. 40 years old, okay, nice man. Can you speak English good? Okay. Okay. Good enough. Worauf achtest du bei einer Frau als allererstes? Als allererstes? Auf den Arsch, oder? Nein, erstmal auf Gesicht, ob die nett aussieht. Ja. Und dann, ob die einen geilen Arsch hat. Geilen Körper hat, so, ne? Dass alles richtig ist und so weiter. Okay, muss sie auch Titten haben, so richtig Boobs. Die müssen schön sein. Größere, ne? Als du? Ja, komm doch an, ne? Auf jeden Fall müssen die schön. Schön straff sein, ne? Also nicht so Hängetitten. Ja, was soll ich dir dazu sagen? Ne? Schwerkraft und so, ne? Ich suche mir eine junge Frau. Eine junge? Wie alt? So 15? Nein, 15. 16? 25, 30. Also 75-Jährige? Oder komm mal an, wo die herkommen, dann kann ich auch eine 20-Jährige nehmen. 20-Jährige? Ja. Nicht so eine MILF? Nein. Wer zu alt? Zu alt. Ja, der Marco, der braucht was Junges. Ne? Ja. Zum Heiraten. Ja, zum Heiraten, klar. Und zum Trinken, ne? Und auch zum Poppen. Ah, zum Poppen sowieso. Do you come from China? Ja. Would like to jungle? Yeah. No, it's a prank. Okay, how old are you? 20? 20? Ja, 20. Wir können auch sprechen in Chinesisch. Ich kann Chinesisch. Ni hao. Ni hao. Ni hao, ma? Ting hao de. Okay. English or... I don't can speak English good, I don't can speak Chinese good, I don't can speak all language good. I don't can speak in Französisch. Oh, Französisch. Oui, je ne comprends pas, est-ce que tu m'attrapes sur le dos? Oh, shit. Je ne comprends pas, est-ce que tu m'attrapes sur le dos? Auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Okay. Ich weiß nicht, was das heißt. Je ne comprends pas, est-ce que tu m'attrapes sur le dos? Ja? Oh, no. Weiß nicht. Weiß nicht? Akan. Akan. Und du? Berkay. Berkay? Ja. Okay, Berkay. Worauf achtest du bei einem Mädchen? Oh, ich kenne das. Titten? Echt jetzt? Nein, nein. Ja, worauf dann? Erst auf den Arsch? Nein. Aufs Auge? Nein. Auf die Nase? Nein, Gesicht. Aufs Ohr? Als Gesicht? Und dann Körper. Was beim Körper? Der Arsch? Also, nein, die Figur. Doch, das Auge. Ja, Augenfarbe ist eigentlich nicht wichtig, aber Figur ist auch wichtig. Und Charakter ist sehr wichtig. Wie alt bist du? 12. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja. Oder hast du eine? Nein. Hast du eine? Nein. Willst du eine? Nein. Hier sind bestimmt einige Mädels, die dich süß finden. Nein. Sicher nicht? Sicher. Okay, dann darfst du leider deinen Instagram-Namen auch nicht sagen. Tut mir leid, Mädels. Charakter und... Charakter kann man ja nicht sehen. So. Du musst schon beschreiben vom Aussehen. Schöne Haare. Figur soll schön sein. Was heißt schön? So richtig fett, schön, knuffig oder wie? So richtig fett, sodass du dich in den Speck reinlegen kannst. Sowas ist auch schön. Nein. Warum nein? Kein Bär, bitte. Ein bisschen Arsch muss sein. Aber nicht so viel. Weil sonst passt dein Ding ja nicht da, oder? Wenn du dein erstes Mal haben willst, mit oder ohne Gummi? Mit. Mit? Aber wo kriegst du extra kleine Kondome her? Oh, shit. Ist cool, ja. Also, wo kriegst du die her? Automaten. Automat, aber die sind doch die großen. Du brauchst ja so kleine Fingerlinge, so. Und du? Ich brauch so, kennst du Ochsenkondome? Das sind diese, die kannst du so ausrollen bis zu 2 Meter. Du wirst angerufen, geh mal ans Telefon. Hau rein, ne? Kann ich kein Instagram sagen? Nein. Arsch oder Titten? Charakter gibt's doch. Arsch. Und du? Auch Arsch. Warum? Arsch. Kann man damit mehr anfangen als mit Titten? Ja. Warum das? Weil es so schön und groß ist auch schön.
bist du nochmal? 12. 12? Ich hatte schon mein erstes Mal. Du hast dein erstes Mal in wie vielen Jahren? Mit 11, glaube ich. Mit 11? Ja. Wie alt war das Mädel? 12. 12. War geil? Ja. Hat Spaß gemacht? Ja. Krass.